Jo, jo, jo. Guten Morgen zusammen. Hier ist wieder euer Lord Titan alias Sven Duncan. Und ja, eigentlich nur mal ein kleiner Beitrag, dass ich zum einen mal Danke sage an alle so in SC jetzt, die sozial und menschlich sich verhalten, die eben auch offen andere Menschen aufnehmen. Und mit denen Spaß haben oder mit denen eben Projekte angehen, wie Design, Bauen, Club etc. Das macht schon viel aus. Zum anderen aber eben auch, muss ich sagen, und damit will ich niemanden kränken, aber ich bin nicht der Typ, der wegschaut und der schweigt. Und es gibt halt eben Probleme. Eben auch in real, wie auch in virtuellen, gibt es asoziales und rechtes Fehlverhalten, das sich breit macht, über das man nicht groß reden kann und will. Über den auch viele nichts verstehen, wenn man gleich von rechten Fehlverhalten redet, dann sagen Leute immer gleich wieder, es hätte was mit Nazis zu tun, Ku Klux Klan oder Zweiten Weltkrieg. Das ist Bullshit. Rechtsradikale Verhaltensformen gibt es schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das gibt es schon seit Jahrtausenden in der Welt und es betrifft nicht nur Deutsche, es betrifft global die Welt. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der Islamische Staat, ja, IS und sowas, ist eine rechte Organisation, ist eine rechte Bewegung. Ja, oder auch eben Diktaturen wie unter Erdogan in Türkei ist eine rechte Politikführung, ja. Im Moment haben wir ganz klar auf der Welt ein Problem mit rechten Fehlverhalten, was sich breit macht, in der Gesellschaft, sowohl auch in der Politik. Und man nicht wirklich darüber reden kann oder es keiner wirklich will. Während schon sich an Kindern vergriffen wird, Kinder kaputt gehen oder Kinder in Schulen, ja, sich rechts, sagen wir mal, im Fehlverhalten ausleben können und dieses auch noch gefördert und gedeckt wird, teilweise auch ausgezeichnet wird, eben ein Fehlverhalten, was sich gegen anderes richtet. Ja, ihr müsst endlich mal verstehen, was ist ein Fehlverhalten, was ist rechts, ja. Und rechts ist eben eine Verhaltensform, die sich fälschlicherweise immer gegen das soziale Miteinander richtet. Die versucht auch Einfluss auf das soziale Miteinander zu nehmen und ihre rechte Position zu vertreten. Es wurde dann auch schon ja bei mir hinterfragt, was denn da jetzt das Linke sei und ob das besser sei oder schlechter. Das Linke ist eigentlich eine Reaktion auf rechts. Es gab das Rechte erst. Und als Reaktion ist das Linke entstanden, genauso politisch wie auch in der Gesellschaft. Also in Plattformen oder eben was weiß ich wo, ist das Linke immer eine Reaktion gegen rechten Bullshit. Ja, genauso ist meine Reaktion eben im sozialen und menschlichen Bereich eine linke Reaktion auf rechten Dreck, den es gibt. Ja, ihr müsst es verstehen oder eben auch nicht, ja. Nur versucht mich nicht zu belehren, wenn ihr keine Ahnung habt. Ja, nehmt es einfach hin, dass ich halt in einer sozialen Position stehe und mich menschlich einbringe. Mit Beiträgen, mit Unterstützung eben auch im virtuellen Bereich. Mich gerade stark positioniere und sage, rechtes und asoziales Fehlverhalten hat weder was in unserer sozialen Demokratie noch eben in einem sozialen Netzwerk zu suchen. Weil es sich eben gegen das Soziale richtet, gegen das menschliche Miteinander. So, da will ich jetzt hier nochmal eben kurz der Misty Danke sagen, dass sie mich da auch auf ihrer Seite jetzt lässt, wo ich das hier auch mit hochposten werde. Und ihr nochmal Danke sagen für die schönen Bilder, die sie macht und die Seite, die sie da offen hat. Ja, ich kann eben nur sagen, ich freue mich, wenn ich Spaß haben kann. Ich bin zu 90% schwerbehindert. Ich habe eine Überreizung im Kopf und sehe nur einäugig und das sehr schlecht. Und ja, andere haben auch Earpack zu tragen, das ist mir klar. Nur eben tun Leute teilweise so, als wäre ich jetzt derjenige, der rechtes Gedankengut verbreitet. Also das ist Bullshit. Ja, es wird auch viel gelabert. Ich habe noch ein gutes Beispiel. Es ist auch gepostet in mein Profil. In SC, das eben ausgesagt wurde von dieser Frankie und Sally, dieser Sally, dass eben DJs in ihrem Club Scheiße über mich labern und ich deswegen Hausverbot habe.
Wer die DJs sind, weiß ich nicht. Es sind wahrscheinlich auch mächtige DJs, die einfach nur moody sind, gar nichts mit DJs zu tun haben. Die sich einfach eine Frechheit rausnehmen, über andere User Scheiße zu labern. Ja, wenn ich rauskriege, wer das ist, dann werde ich auch dementsprechend reagieren. Ich bin nun mal Reaktionsmensch, ein Reaktionstyp. Ich kann durchaus Spaß haben, das wissen auch Leute. Ich kann durchaus auch helfen, ob es im Bau, Design oder eben auch bei Radiounterstützung ist, mit HP oder etc. Solange eben das Menschliche und das Untereinander, das Zwischeneinander stimmt. Ja, das menschliche Miteinander. Wenn eben Leute meinen, sie müssen gegen mich agieren, gegen meine Person oder gegen anderes, dann müssen sie mit Reaktion rechnen. Und ich stehe in einer sozialen Position, das heißt, ich sage nicht nur Ja und Amen oder schluck irgendwas, sondern ich sage auch ganz klar Nein und verpiss dich. Ja, und wenn eine rechte Scheiße ankommt, dann sage ich ihm verpiss dich. Ja, dann bezeichne ich es auch so, wie es ist. Wenn jemand sich eben rechts in einer Fehlverhaltensform oder asozial sich in einer Fehlverhaltensform einbringt gegen anderes, blinde Ideologien aufrecht erhält und sich über andere stellt und meint, er muss anderes verhetzen, diskriminieren oder sonst was, dann werde ich eine ganz klare Position dagegen haben als sozialer Mensch. Ja, und das fehlt eben in der Gesellschaft auch, dass eben eine soziale Bildungspflicht eigentlich existiert, die Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigte auch fördern und weitergeben sollten, eben an nächste Generationen, die Kinder, was aber nicht richtig stattfindet, sondern eine blinde Perfektion aufgebaut wird, blindes Prinzip für Arbeitsfähigkeit hingestellt wird und nicht wirklich eine soziale Bildung stattfindet, ja. Indem man eben versteht, dass ja, wir Probleme haben, gerade eben auch aus der rechten Bewegung, dass eben auch ganz klar, dass nichts gleich mit Nazis, Deutschland oder Zweiten Weltkrieg zu tun hat, auch wenn es immer so hingestellt wird, sondern eben das sind Radikalisierungen, ja, die scheiße sind. Genauso gibt es dann noch in der linken Szene Radikalisierungen, die ich auch nicht vertrete. Ja. Aber ich stehe hier als sozialer Mensch in einer sozialen Position, die nicht radikal ist, und sage einfach, ich werde darauf reagieren und mich einbringen gegen Agierungen gegen anderes. Ja. Und das hat nichts eben damit zu tun, ob jemand eine Hautfarbe hat, eine Nation, Geschlecht, Herkunft, Alter oder irgendwie Einschränkungen hat, Krankheiten hat oder sonst was hat. Es geht ums Verhalten. Es geht einfach um das Verhalten. Und solange man sich in einem gewissen Rahmen verhalten kann und menschlich miteinander umgehen kann, bringe ich mich auch gerne mit ein, helfe und unterstütze solche Projekte. Ja, und im Moment bin ich hier im Crazy for Life und komme dort gut klar, bin da auch soweit gut aufgehoben, komme auch gut klar mit den Leuten im TS. Misty, und ich meine das nicht böse zu dir, du bist echt, ja, eine nette Person, bei der ich mich auch wohlfühle, ja, also in deiner Gegenwart, wenn wir was unternehmen. Nur eben habe ich den Eindruck, du siehst alles teilweise zu rosarot. Das mag auch gut sein und gesund sein, dass man eben abschaltet. Das will ich mit dir auch gerne in SC. Nur wenn du Themen ansprichst, wie was ist Rechtsradikalismus oder sonst was, oder ob ich Probleme habe mit solchen Leuten. Ja, habe ich. Und das jeden Tag. Jeden Tag gibt es Arschlöcher auf der Welt, jeden Tag gibt es dumme Menschen auf der Welt, jeden Tag gibt es ja, den Dreck, ja. Und der Dreck ist ja da. Der ist ja nicht weg, nur weil ich in eine Plattform gehe, sondern er besteht weiterhin und ich verschließe nicht davor die Augen. Ja, und dieser Dreck befindet sich auch in SC, auch auf einer Plattform, auch in einer sozialen Plattform. Und dieser Dreck befindet sich eben auch in der Realität. Ja, und ich werde eine ganz klare Meinung, einen ganz klaren Standpunkt gegen rechtes und asoziales Fehlverhalten haben. Auch wenn Leute sagen, hey, und das sind gut Menschen, ja, das sind gut Menschen, die die Wahrheit nicht sehen wollen und nicht verstehen wollen. Ja, es werden schon Kinder kaputt gemacht. Diese rechten und asozialen Pisser vergreifen sich an Kinder, vergreifen sich an Frauen, vergreifen sich an Männer, vergreifen sich an das, was anders ist, was sie nicht verstehen und was sie mit ihrer blinden Ideologie einfach umpolen wollen. Ja, entweder es funktioniert oder es muss weg. Das ist rechtes und asoziales Fehlverhalten, Fehlstreben, und damit habe ich ein großes Problem.
So, und damit verabschiede ich mich jetzt auch und ich hoffe, ich habe weiterhin Spaß in der Crazy for Life Radiostation oder dem Sender halt und weiterhin Spaß in SC mit den Leuten, die mit denen ich klarkomme. Wie gesagt, es ist ja auch so, dass ich viele Leute habe, mit denen ich in SC klarkomme, viele Leute habe, mit denen ich auch real klarkomme. Dass ich auch eben real was unternehme, dass ich real mich mit Leuten treffe, was organisiere oder was mache oder versuche auf die Beine zu stellen. Genauso ist es auch in SC und das muss man nicht immer falsch sehen. Ich mache sehr viel, ich bringe mich ein, soweit ich kann. Es war mal besser und ich habe mal mehr geleistet. Im Moment ist meine meine Leistungsfähigkeit ein bisschen eingeschränkt und ich kann nicht mehr das geben, was ich noch vor 10 Jahren gerissen habe. Ja, und ja, ich werde nach und nach bauen, designen, weiterhin mich einbringen, eben auch mit gerne mit Grafik, Videos, Tracks etc. Und ne, ich bin kein Unmensch, auch wenn ich teilweise so hingestellt werde und wenn Leute Scheiße über mich reden. Ihr müsst euer eigenes Bild machen, ja. Ich bin einfach der Lord Titan oder Lord Titan. Ich bin einfach in der Realität auch Sven Duncan. Ich stehe dazu auch. Ich stehe auch zu meiner Person. Ich stehe auch dazu, dass ich eingeschränkt bin, dass ich eben meine Behinderung habe. Dennoch bin ich kein dummer Mensch und ich bin nicht ein Mensch, den man rumschubsen kann oder über den man Scheiße reden kann, sondern ich habe ganz klar auch ein Reaktionsrecht. Ich habe auch ein Recht, mich sozial einzubringen, auch Nein zu sagen. Ich habe auch ein mediales Recht, auch wenn sich Leute über meine Beiträge aufregen. Ich habe ein Recht, mich medial zu äußern. Ich habe ein Recht, meine Meinung zu äußern, was klar eine Meinung ist, weil ich sie eben auch sachlich mit Fakten unterstreichen kann. Und wer damit ein Problem hat, der scheint ein Problem zu haben mit seinem eigenen Verstand, weil es nicht ausgeprägt ist und nicht genug Bildung besitzt, um zu verstehen, was eigentlich los ist. So, ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich hoffe, ich habe auch weiterhin viel Spaß. Und ich bin halt nur ein Typ, der auch zur Wahrheit steht, der auch eben dazu steht, dass es Probleme gibt, Probleme auch anspricht und auch direkt reagiert, wenn es Probleme gibt. Ja. Und wenn Leute halt meinen, sie müssen mir dann den schwarzen Peter zuschieben, dann ist es so. Dann sollen die Leute ihre Hates und ihre Diskriminierung über mich verbreiten. Nur das ist dann teilweise eben auch wieder so weit, dass es eben Rechtsradikalismus und asoziales Fehlverhalten ist. Ja. Ja, Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich danke, wie gesagt, der Misty für ihre Bilder, Beiträge und sonst was alles. Hier wurde mir gesagt, eben auch von Misty, es soll SC betreffen, wenn ich hier was poste. Das betrifft eben auch unter anderem SC, weil der Jin PC hinter jedem Lappy oder Handy, Medium, ja, also elektronischen Gerät, sitzt ein Mensch und aus der Realität eben. Deshalb trenne ich dieses auch nicht, sondern wir sind reale Menschen, die sich in einer Plattform befinden, in einer virtuellen und sollten eben Respekt haben, sozial miteinander umgehen. Und das erwünsche ich mir eben auch. Das ist eben, was ich auch, ja, voraussetze und fordere. Und dann dementsprechend werde ich auch mich sozial und mit Respekt gegenüber anderen verhalten. Nur es ist eben die Frage, ist dieser Respekt da gegeben oder nicht? Ja, und wenn eben Leute gegen mich blind agieren und hetzen und diskriminieren, ist diese Position nicht gegeben. Und dann können sie auch keinen Respekt von mir verlangen. Ja, es ist ein kleines Klarstellungsvideo und auch ein Danke-Video einfach mal an Misty für ihr Einbringen, für ihre schönen Sachen auch, auch eben für ihre nette Gesellschaft. Damit will ich sie aber nicht isolieren und als Einzelstück sehen, sondern es gibt natürlich auch andere Leute und in der Crazy Welle gibt es eben auch andere DJs, mit denen ich gut klarkomme und ja, User, die dort was mit aufbauen oder eben auch im Radio leiten und Crazy Welle habe ich jetzt gesagt, ne? Entschuldigung Leute, ich bringe das immer durcheinander. Crazy for Life, ja. Das ist mein Fehler, stehe ich aber auch zu. Ich kriege die Crazy for Life immer mit der Crazy Welle durcheinander. Ja, weil beides in der SC schon Bestand hat. Und ja. Also im Crazy for Life halte ich mich im Moment gerne auf. Auch bin ich dort, denke ich mal, gut aufgehoben. Man kann durchaus eben auch Spaß machen und mit den Leuten abfeiern. Und ja. Ich lade euch auch ein, gerne dabei zu sein. Schaut einfach vorbei in Secret City, in SC, in einer virtuellen Plattform, im sozialen Bereich eben, in der Crazy for Life Radio-Sendestation.
den Club praktisch auch in Secret City und ja, hab einfach Spaß, gute Laune mitbringen und Verständnis auch und Respekt. Ja. Euer Lord Titan, Andreas, vielen Dank und ja, dann bis später und habt alles Gute, schönen Tag, schönen Abend, wann ihr auch immer das Video seht. Peace.